WH Self Invest. So, da sind wir jetzt hoffentlich und ich hoffe, Sie können mich jetzt hören. Ich begrüße alle recht herzlich zu unserem diensttäglichen Webinar zum Thema Schnelleinstieg Nanotrader. Nanotrader kompakt oder kurz und bündig in knapp 30 Minuten. Das Wissenswerteste, was Sie am Anfang brauchen, um mit dieser Plattform klarzukommen. Wir wissen von selbst, dass dieser Nanotrader recht sehr umfangreich ist. Man muss aber auch nicht direkt alles können und alles lernen. Es ist natürlich eine sehr professionelle Plattform, bietet weitaus mehr als viele andere Plattformen oder sogar viel mehr als viele andere Plattformen zusammen, würde ich mal behaupten. Aber es ist immer gut, viel zu haben, was man dann nicht braucht, anstatt andersrum etwas zu brauchen, was man nicht hat, sage ich mal. Ne? Und eine Plattform zu haben, wo man dann schnell an seine Grenzen stößt, wie ein MetaTrader zum Beispiel, da kommt man nicht weit im professionellen Trading. Deswegen lieber etwas haben, was man erstmal nicht braucht, wo man sich aber dann vielleicht reinarbeiten kann in die ganzen Sachen. Und wir wollen in den nächsten 25 Minuten zeigen, wie einfach und intuitiv es sein kann, hier im Nanotrader ohne große Vorkenntnis zurechtzukommen. Wir erstellen in ein paar Minuten ein Layout. Ein Anfänger-Layout, ein Basic-Layout, mit dem man gut, wunderbar handeln kann. Und wir wollen zeigen, wie man die ersten Trades absetzt, wie man seine Position verwaltet und vor allen Dingen, wo man dann auch am Ende nachgucken kann, was man so ertradet hat. Also Statistiken, Reports, Kontoauszüge. Wir fangen an, indem wir die Plattform erstmal jungfräulich zeigen. Das heißt, so wie sie aussieht, wenn das Layout leer ist. Und dann sehen Sie oben zwei Toolbars, eine kleine graue direkt über dem Chart. Die ist rein und einzig und allein und ausschließlich für Chartfunktionen da. Und da ist jetzt auch alles gegraut und deaktiviert, weil es ja keinen offenen Chart gibt. Dann drüber gibt es eine Toolbar mit wichtigen Verweisen und Verlinkungen zu Depots, Kurslisten, den Storno-Button sozusagen. Tradewizard kommen wir gleich noch drauf und Verlinkung zur Webseite, zu unserem Service. Und ganz unten haben wir eine dritte Leiste, wenn man so will, eine Toolbar. Die ersten vier Schaltflächen sind vorgegeben. Wenn Sie auf Standard klicken, wird eine voreingestellte Seite, eine nicht veränderbare Layout-Seite sozusagen geladen. Im Übrigen setzen wir Layout mit Seite immer gleich. Das ist einfach nur ein Synonym. Also ob Sie eine Layout erstellen oder eine Seite, wird hier Synonym verwendet. Über die Funktion Leer können Sie sich ein leeres Layout, wie Sie hier gesehen haben, erstellen und von Null anfangen. Wenn Sie es mal fertig haben, klicken Sie auf Speichern und geben dem Ganzen einen Namen. Ich verwende eigentlich jeden Dienstag um 12:30 immer dieses Datum des Tages und dann können Sie sich hier Layout erstellen oder eine Seite eben und über Konfiguration, last but not least, kann man dann diese Layouts hier rechts, sagen wir mal, nebeneinander stellen und auswählen. Also geht eigentlich darum, ich mache diese Liste mal leer, damit Sie sehen, was ich meine. Diese vorgegebenen Punkte, die gibt es hier links und ab Konfiguration können wir jetzt über eben diesen Button-Konfiguration, egal von welchen Layouts, die ich jemals erstellt habe, uns die auswählen, die wir anzeigen lassen wollen. Dann nehmen wir die einfach und übertragen die per Übertragungsbutton und so von links nach rechts. Und dann kann ich auch noch hier, wenn ich will, die Reihenfolge ändern, zum Beispiel durch die blauen Pfeile. Und wenn ich mal auf OK klicke, dann habe ich hier meinen Layout-Manager und habe sozusagen eine klassische Multimonitor-Funktion. Wenn ich nur ein oder zwei Bildschirme habe, ist das wunderbar, zum Beispiel am Laptop. Braucht man nicht immer Programm neu starten oder eben von einem aufs ganze Layout komplett wechseln und einen langen Ladevorgang zu haben. So, über Leer erstellen wir jetzt ein neues Layout und wir fangen immer ganz klassisch an. Ich mache das jetzt mal manuell und dann auch halbautomatisch mit dem Trade Wizard. Ganz klassisch fangen wir an über Chart öffnen. Sollte eigentlich so die erste Amtshandlung von Ihnen sein, dass Sie hier mit einem leeren Layout starten und sich erstmal einen Chart öffnen. Und den Chart Ihrer Wahl, das Instrument Ihrer Wahl, machen Sie jetzt einfach mal auf. Für diejenigen, die den CQG-Ordner bei sich sehen zu Hause, die testen jetzt die Futures-Daten und die CFD-Daten, Forex-Daten angefragt haben in der Demo, die haben den CFD-Forex-Ordner. Ich habe jetzt hier mal beides in einer Demo. Unterm CFD- und Forex-Ordner finden Sie dann über 6000 Einzelinstrumente und darunter eben sehr viel große Einzelkategorien, Bunds und Bonds und Rohstoffe. Equities haben Sie aus über 20 Ländern weltweit, verschiedene Aktienmärkte, ETFs natürlich, Devisen, Indizes, Rohstoffe und so weiter und so weiter. Und je tiefer Sie in diesem Instrumentenbaum nach unten klettern, desto detaillierter werden die Instrumente. Bei Equities Germany haben wir zum Beispiel über 200 deutsche Aktien, über 1000 Aktien haben wir in den USA. Wir haben
viele Indizes, gehe jetzt mal in den Indizes-Bereich rein und wähle da jetzt mal beispielhaft auch für unser Layout jetzt den Germany 30. Das ist der DAX 30 Index als CFD und alles, was Sie da drunter noch haben, und das ist dann das letzte, der letzte Unterordner, den man auch öffnen kann, das sind die Chartvorlagen oder Studien oder Analysen. Das können auch Sie synonym verwenden, diese Begriffe. Und einer der bekanntesten und meistverwendeten ist mit Sicherheit der Trade Guard. Die Trade Guard Studie, die öffne ich jetzt mal durch Anklicken und Doppelklick oder Single-Click und okay. Und die Trade Guard Studie ist eigentlich nichts anderes als das abgesicherte semi-automatische Handeln durch manuelle Ordereingabe auf Buy und Sell und eben durch automatische Schließungsorder, indem wir dann per Stop, Sell Stop oder eben Take Profit, das ist dann unser Click-Target, operieren. Und diese beiden Orders sind oben links im Chart schon eingeblendet. Stop und Target sehen Sie da schon und Sie sehen den Abständen. Auch die Werte, die in Klammer gesetzten Abstände, in Ticks, 100 Ticks, die kann man natürlich durch Anklicken auch hier in der Voreinstellung ändern. Wenn Sie also wollen, das Ganze soll 25 oder 250 Ticks entfernt sein, der Stop, wie auch mein Profit-Target zum Beispiel, um hier ein CRV von 1 hinzubekommen, dann geben wir einfach 250 ein. So, ich habe jetzt meinen DAX-Chart geöffnet und rechts davon sehen Sie, da steht Depot wählen. Hier kann ich also schon mal eine Voreinstellung vornehmen und sagen, in welchem Depot ich den handeln möchte. In einem Live-Depot, in einem Demo-Depot oder Paper-Konto zum Beispiel. Ich habe hier mehrere Konten im Übrigen verlinkt. Und dann kann ich das Ganze hier zum Beispiel anvisieren. So. Und dann geht auch unten das angewählte Depot direkt auf. Und da ist dann mein DAX unter anderem drin, da haben wir ihn ganz unten, da liegt er jetzt quer von links nach rechts, horizontal. Ja. Haben wir ein paar Aktienwerte drin, die können wir übrigens jetzt für die Demo hier mal rausnehmen. Und so, um unser Konto mal ein bisschen zu leeren. Und jetzt legen wir uns noch einen zweiten Chart daneben. Ich gehe wieder auf Chart öffnen. Und beispielhaft nehme ich jetzt mal den stark korrelierenden Dow Jones. Der heißt im Übrigen hier auf der Plattform Wall Street CFD. Und wenn ich das weiß, kann ich das auch oben in die Suchzeile eingeben. Da muss ich also nicht über meinen ganzen Instrumentenbaum wieder aufs Neue den Baum runterklettern bis zum Wall Street Ast, sondern ich kann mir den direkt auch suchen. Ja, und auch hier entscheide ich mich für die Trade Guard Studie, also für den abgesicherten Handel auf gut Deutsch. Und jetzt habe ich beide Charts als Einzelchart. Und wenn ich die jetzt klassisch nebeneinander mal anordnen lassen möchte, kann ich das manuell oder auch automatisch durch Klick hier oben auf Charts anordnen und dann werden die beide nebeneinander gestellt. So, jetzt habe ich beide Charts drin. Nee, sehen Sie, der Wall Street CFD ist noch nicht mit dem Depot verbunden, muss ich hier noch vornehmen, die Depotverbindung. Klicke auch hier auf die DA-Nummer und dann wird er dem Konto zugefügt. So, jetzt habe ich zwei Charts. Ich habe mein Konto auf. Das wurde ja automatisch schon geöffnet. Soweit kann der Nanotrader dann doch auch allein denken. Und wenn man ihn mit dem Konto verbindet, das Instrument weiß er, dass es nicht nur für die technische Analyse und für Analysezwecke gedacht ist, sondern eben auch fürs Trading. Und dann macht er das direkt handelbar. Ne? So, last but not least fehlt uns jetzt vielleicht eigentlich nur noch eine Kursliste, wo ich diese Werte auch verfolge. Und da kann ich eine Kursliste nehmen, die vorgegeben ist. Oder ich kann auch eine neue Kursliste erstellen, durch Klicken auf eine neue Standardliste. Dann hätte ich eine leere Liste, die sich öffnet und die ich dann per Rechtsklick zum Beispiel befüllen muss, indem ich die Symbole einfach manuell hinzufüge und dann haben Sie wieder den Instrumentenbaum und können dann Ihre Instrumente versehen mit einem weißen Kästchen. Das ist jetzt der Unterschied zu eben. Da gibt es überall ein weißes Kästchen davor, damit man logischerweise jetzt da einen Haken setzt, wo man ihn braucht. Also zum Beispiel bei den Instrumenten, die Sie verfolgen möchten, setzen Sie das kleine Häkchen rein. Bla. Für den CAC 40, für den DAX 30, den EU-Stocks und für andere CFDs zum Beispiel. Und wenn ich die US noch mit reinnehmen möchte, gehe ich auf Indizes US zum Beispiel, nehme den S&P 500 rein, den Nasdaq 100, den Dow Jones, vielleicht noch den Russell 2000, der ganz breit gefasste Index für Small- und Mid-Caps in den USA. So, und wenn ich jetzt mal fertig bin, logischerweise könnte ich das auch noch unendlich weit fortführen, klicke ich auf OK. Und dann habe ich hier meine kleine Kursliste, zum Beispiel, die ich hier
alphabetisch sortieren lassen kann. Ich kann sie auch noch erweitern durch einen Rechtsklick zum Beispiel und ich kann die Spalten konfigurieren. Was ich zum Beispiel rechts nicht brauche, Name, Bit, Ask, klar, das ist wichtig. Das Symbol brauchen Sie nicht, auch nicht in der Kommunikation mit uns, sondern es reicht, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie telefonische Orders platzieren möchten, auch dass Sie einfach den Namen nennen. Ich habe immer gerne noch Eröffnungskurs, Schlusskurs, hoch, tief dabei und vor allen Dingen bei einer langen, großen Kursliste auch den Spread direkt, der dann eingerechnet sofort sichtbar ist. Wenn ich den mal zwischen Bit und Ask lege, wenn Sie sehen, was ich meine. Wenn ich eine lange Kursliste hätte, muss ich immer rechnen, von links nach rechts gucken, was ist Bit, was ist Ask, und dann muss ich mir im Kopf rausrechnen, was ist gerade der Spread, und im nächsten Moment ist er eigentlich schon wieder ein anderer. Und ich kann das ganz einfach lösen, das Problem, indem ich den herausgerechneten Spread einfach direkt anzeigen lasse. So, sehen Sie mal, jetzt habe ich in ein paar Minuten Ihnen schon ein Layout hergezaubert und das speichere ich jetzt mal, diese Seite, und nehme beim Datum wieder das heutige Datum. Jetzt hat er das irgendwie. So, das ist dann der 8. Dann gehen wir jetzt mal den Namen ein vom 8. September 20. Und schauen Sie mal, wenn ich jetzt über Konfiguration gehe, finde ich es direkt hier schon wieder. Da ist es schon. Ich habe es gerade gespeichert und da ist es schon. Und ich kann es jetzt nach rechts verschieben und meiner Layout-Leiste, wenn Sie so wollen, meiner Arbeitsplatzleiste als Arbeitsplatz, als eigenen Arbeitsplatz hinzufügen. Und da kann ich jetzt x-beliebig viele machen. Und alle, die ich jemals erstelle, bleiben immer erhalten. Und nur hier unten können Sie sie eben visualisieren oder auch löschen. Und selbst wenn ich die jetzt hier unten lösche, so wie ich es eben mal beispielhaft gemacht habe, bleibt das trotzdem erhalten. Kleiner Tipp, wenn Sie wollen, dass Ihre Plattform mit dem Layout auch startet, jeden Morgen, wenn Sie sich ein bestimmtes Layout erstellen und Sie wollen nicht, dass da eine leere Seite erstmal kommt und Sie das Layout noch laden müssen in einem weiteren Schritt. Wenn die Plattform also sofort mit Ihrem Wunschlayout starten soll, gehen Sie in den Seitenmanager hier oben, klicken Sie auf Startseite festlegen und wählen das Layout Ihrer Wahl. In dem Fall nehme ich mal das, was ich gerade erstellt habe. Und bei jedem Programmstart wird dann automatisch diese Seite geladen. Okay, jetzt machen wir das Ganze mal semi-automatisch und noch einfacher für alle, die gedacht haben, das ist doch aber noch immer noch schwer. Wir nehmen den Trade Wizard. Der Trade Wizard ist quasi der Layout, der Trade-Zauberer, der Ihnen in drei Schritten oder nach der Beantwortung von drei Fragen, die er Ihnen stellt, ist ein ähnlich gutes Layout auf den Schirm wirft. Und nur, indem er es automatisch selber dann aus den Menüs rauszieht, indem Sie ihm die Fragen beantworten. Und jede Frage, die gerade gestellt wird, wird blau unterlegt und blinkt da hier so ein bisschen. Sie sehen, in einem Schritt 1 sollen Sie das Symbol auswählen, klicken Sie zum Wählen. Also insofern einfach tun, was er sagt. Und auch hier kann ich wieder, wenn ich weiß, was ich handeln will, es manuell eingeben. Ansonsten im Instrumentenbaum suchen. Dann in der zweiten Frage müssen Sie einfach sagen, auf welchem Konto willst du es handeln? Nimmst du das Live-Konto, ein Paper, ein Dauerdemo-Konto, was auch immer? Auch die Frage beantworten wir Ihnen einfach, indem wir hier suchen. Welchem Konto möchte ich das handeln? Er stellt sofort die Verbindung hier, öffnet das Konto, macht das Instrument handelbar. Sie sehen, Buy and Sell ist alles aktiv. Und als dritte wichtige Info braucht er nur Ihre Antwort, ob Sie den Trade Guard aktivieren wollen, um eben notfalls diese Trade Guard, diese wichtige, interessante Trade Guard-Studie laden zu können. Hier haben sie nochmal erklärt, dass es sich um diese beidseitig schützende Bracket oder auch OCO-Order handelt, ja, also mit Stop-Loss und Take-Profit. Und ich rate natürlich definitiv zur Verwendung dieses Trade Guards. Also sagen Sie ja und dann können Sie die Gewinnziele und die Verlustbegrenzung hier einstellen, entweder durch Eintippen, Feintunen, durch Scrollrad der Maus oder durch das Betätigen dieser Pfeile. Können Sie hier die Abstände voreinstellen. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen und dann sind Sie schon, sehen Sie, Sie haben mit dem Trade Wizard ähnlich gutes Layout, bis auf jetzt, sagen wir mal, die Kursliste muss nachträglich eingefügt werden. Aber ansonsten, außer der Kursliste, haben Sie auch hier einen Chart, der ist handelbar, er ist aktiv, der Trade Guard ist aktiviert schon, sehen Sie oben rechts steht Trade Guard und Auto Order und Sie brauchen jetzt nur noch sich für eine Richtung entscheiden, Verkauf oder Kauf. Ja, in dem Fall würde ich natürlich jetzt erstmal hier Short einsteigen. Also entscheide ich mich für einen Verkauf und dann habe ich mein Order-Ticket. Oben als erste Information haben Sie die Nachfrage, wie viel Volumen, wie viel DAX-CFD-Volumen wollen Sie handeln. Ein DAX-CFD ist gleich 1 Euro pro Punkt in dem Fall. Wenn ich jetzt 5 Euro pro Punkt haben will, wähle ich 5.
Dann kann ich wählen, will ich Markt rein, will ich limitiert rein oder mich einstoppen lassen, zum Beispiel, wenn ich mich nach unten einstoppen lassen will, zum Beispiel erst hier rein will. Ja, wenn er die 55 durchschritten hat, dann kann ich mich einstoppen lassen, kann ich diesen Stopp hier anfassen mit der linken Maustaste und einfach auf ein Niveau meiner Wahl schieben, wie Sie sehen. Ich mache das hier per Slider-Funktion mit der Hand, kann das aber auch manuell hier im Order-Ticket natürlich eintragen. Ne? Ja, oder ich lasse mich besser abholen durch eine Limit-Order, die platziere ich dann natürlich überhalb des aktuellen Marktgeschehens, ne, mit einem Sell-Limit. Oder jetzt gehen wir einfach mal direkt rein. Bestens, ich kenne das. Früher sagte man immer bestens einsteigen, das ist dann die Marktorder. Und wenn ich jetzt auf Sell klicke, bestätige ich diese Order. Hier sehen Sie die Margin, die darüber verwendet wird. 3239 ist die Margin, das sind fünfmal etwa 650 Euro. Ne, das ist also die Marge für einen Kontrakt. Hebel liegt bei 1,3. So, wenn ich jetzt auf Sell klicke, bin ich bestens drin. So, das war's. Das habe ich einfach mal abgeschossen, diese Order. Und dann sehe ich jetzt an drei verschiedenen Stellen die wichtigen Informationen. Die wollen wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Ich sehe links oben im Chart, schauen Sie, links oben im Chart sehe ich wichtige Informationen. Aktuelle Position minus 5, aktuelles Gewinn-Verlust-Verhältnis minus 31 verliere ich gerade. Bin ich gerade noch so im Spread. Ne? 1,2 ist aktuell der Spread, mal 5 Punkte. Ja, ein bisschen mehr schon. Ne? So, mein absolutes Risiko in Geldwert liegt bei 125, riskiere ich. Ja, 25 pro Punkt mal 5, also 250 Ticks, ja, sind insgesamt 25 Punkte. Da 10 Ticks ein ganzer Punkt. Ne. Sie sehen, das handelt ja hier in der Nachkommastelle. Ja, und mein Risiko, mein Target liegen genau gleich. Also CRV oder Return Risk Ratio von 1. Return Risk Ratio, den CRV-Wert haben wir hier unten, steht da 1,0. Da sehen wir auch schön, wo befinden wir uns hier in dieser Range. Wir sind aktuell im weißen Feld, das ist die Break-Even-Zone. Der Verlust ist ganz links, der rot und der grüne Bereich, der Gewinnbereich. Ja, und jetzt gehen wir doch ein bisschen runter. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, natürlich diese Position zu verwalten. Ich kann meinen Stop, den ich hier habe, zum Beispiel auch hier am Dreieck anfassen. Ja, und mit dem Long-Click, also Drag-and-Drop, klassische Windows-Drag-and-Drop-Funktion, Long-Click, linke Maustaste. Nicht loslassen die Maus, sondern auf ein neues Level zum Beispiel schieben und dann loslassen. Ja, das kann ich natürlich auch mit dem Take Profit machen. Long Click, linke Maustaste per Drag and Drop auf ein neues Level verschieben und loslassen. Ja, zum Beispiel. Gibt noch andere Möglichkeiten. Ich kann meinen Stop, ja, der jetzt natürlich überhalb der Position liegt, weil ich natürlich Short bin, kann meinen Stop umfunktionieren per Klick auf dieses Order-Etikett. In zum Beispiel ein Trailing Stop. Hier steht Trail, Parabolic Stop, Period High Low Stop. Das sind alles verschiedene Stopparten, auch trailende Stops, aber noch ganz anders und viel raffinierter programmiert. Aber bleiben wir mal beim klassischen Trailing Stop, den Sie alle kennen. Wenn ich diesen fixen Stop in den Trailing Stop umfunktionieren will, muss ich normalerweise woanders jetzt diese Stop Order löschen, kurz und dann sofort wieder eine Trailing Stop Order platzieren. Bin da eventuell mal eine Sekunde, zwei nicht beschützt. So, hier ist der Vorteil, Sie sind nie unbeschützt im Markt. Sie ändern nur die Taktik, deswegen nennen wir das auch Taktik-Schaltflächen. Das sehen Sie hier links im Übrigen. Ja, hier links schauen Sie mal links vom Chart, haben wir eine Designerleiste. Da haben wir diese Taktik-Schaltflächen und da kann ich noch ganz andere Stopparten. Jetzt schauen Sie wieder nach rechts, hinzufügen und meine Liste wird lang und länger und länger und noch länger. Und bis zu 10, 12 verschiedene Stopparten kann ich da anwenden und die Taktik immer wieder verändern, wenn ich das denn will. Ja. Gehe jetzt einfach mal auf Trailing und dann gucken wir mal, wenn der DAX jetzt weiter runter geht, dann wird auch mein Stop von 89,5 weiter runter gehen, natürlich. Ich habe ja jetzt einen Abstand eingestellt, 37,6 Punkte und da sehen wir, da gehen wir schon runter. Oder die Grafik zeichnet es auch ein. Die rote Linie steht für die Stopplinie und für die veränderbaren oder die veränderten Niveaus, wo der Stop gelegen hat und jetzt nachgezogen ist. Sie sehen, die Profit-Target-Linie bleibt immer gleich und die Stopplinie zieht nach. Ja. Wenn ich wieder zum fixen Stop zurück will, klicke ich wieder auf Trail, dann ist der Trailing oder die Trailing-Funktion aufgehoben. Klicke ich dann zum Beispiel auf Parabolic Stop, habe ich jetzt einen Parabolic Stop drin. Ist auch eine Art Trailing Stop, aber ganz anders von der Funktionsweise. Bisschen die Volatilität noch mit inklusive, genau wie der K-Stiff Stop. Parabolic High Stop legt zum Beispiel einen Stop auf das letzte Hoch oder letzte Tief der letzten X-Perioden. Das können Sie dann bestimmen und immer anpassen. Also es sind sehr interessante
und intelligente Stopparten, die man hier verwenden kann. Und immer wenn ich quasi das Ganze wieder aufheben will, brauche ich nur dran ziehen und wieder verschieben oder die Funktion eben durch Klick wieder aufzuheben. So, machen wir mal eine Positionserweiterung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier, ich bleibe jetzt in der Position, bin immer noch minus 5. Hier rechts sieht man es übrigens ja auch, nicht nur links oben im Chart, sondern auch rechts in der Trading-Leiste, wie auch unten. Horizontal im Übrigen sehen Sie natürlich auch alle Informationen. Minus 5 bei dem Preis, wo ich eingestiegen bin. Ich habe mein Stop, das ist die rote Order, wie auch mein Target, ja, bei den Werten hier zum Beispiel Stop, ja, oder Target hier unter dem Konto sieht man es bei 920 und 894. Ja, und ich werde jetzt einfach nochmal 3 Stück dazu verkaufen, zum Beispiel, indem ich auf Sell 3 at Market klicke. Bekomme ich hier wieder eine Bestätigung. Das geht natürlich auch ohne. Ich kann hier diese Hand da oben deaktivieren. Diese Order-Bestätigungsmodus kann ich deaktivieren, in eine Single-Click-Order-Funktion umwandeln. Und wenn ich jetzt Sell 3 at Market klicke, bin ich sofort minus 8. Und Sie sehen auch, der Trade Guard schützt jetzt die Gesamtposition. In Klammern steht das ja. Hier ist der Buy Stop jetzt angepasst worden an Buy 8 at Stop-Preis und hier bei Limit at Limit-Preis für 8 Glück. Hier habe ich Schnellfunktionen, um schnell inzuscalen oder outzuscalen, um mal so eben so ein Lot zu verkaufen. Vielleicht eine kleine Gewinnmitnahme. Jetzt bin ich natürlich noch Short 9 gegangen. Ich bin ja Short. Also ich kann zum Beispiel mal ein paar Lots zurückkaufen, entweder einzeln, indem ich auf Plus 1 klicke oder indem ich eine Marktorder hier anpasse. Ich kann die Marktorder von 1 auf 12, auf, ne, auf 122 setzen und Sie sehen, alles, was ich hier eingebe, da passt sich dann die Marktorder darunter an. Also machen wir mal zum Beispiel 5 draus, dann haben wir hier bei 5 at Market, kaufe ich 5 zurück, bin ich danach nur noch Short 4, machen wir mal. Und dann habe ich jetzt eine Gewinnmitnahme von den 5 Stück gemacht und bin nur noch Short 4, Trade Guard muss nur noch 4 absichern. Ich kann zum Beispiel auch, ne, eine Position verdoppeln. Indem ich mal 2 klicke, passiert nichts anderes als mach aus der minus 4 Position eine minus 8, weil verdoppeln heißt ja einfach mal 2. Machen wir das, dann sind wir mal 8 long, short 8 und der Trade Guard beschützt 8. Ne? Und last but not least, der Close in Reverse oder das Positionsdrehen, super interessant für Scalper natürlich. Wenn das jetzt mal nach oben geht und wir auf dem falschen Fuß erwischt werden, nehmen wir einfach schnell den Gewinn mit und drehen. Und da wird natürlich nicht nur die Position gedreht, sondern das Money Management muss ja auch mitgedreht werden, logischerweise. Sie müssen ja den Stop, wenn Sie dann Long 8 sind, wenn Sie aus minus 8 mal, also eine Long 8 Position machen, das ist ja ein Positionsdrehen. Da werden im Hintergrund natürlich nur 16 Stück gekauft zum Marktpreis, aber ja, der Stop muss natürlich runter irgendwo und das Profit Target muss rauf, weil im Fall der Long Position muss alles gedreht werden. Und machen wir das mal, dann passiert Folgendes. Ich bin jetzt plus 8, wie man sieht. Ja, und meine Position ist jetzt hier, da unten haben wir den Stop und da haben wir unser Take Profit. Ne? Also, da ist unser Stop und da ist unser Take Profit in dem Fall. Ne? So. Schließen, entweder per Close, dann geht die Position zu, Close und Cancel, dann geht die Position und zu und die Orders werden geschlossen, dann ist quasi alles weg oder eben nur Cancel All, das heißt eigentlich nur die Aufträge zu löschen. Ne? So, für alle, die noch wissen wollen, wo füge ich Indikatoren ein, das machen wir hier links in der Designerleiste oder auch oben haben wir die gleiche Funktion nochmal, das ist Indikator hinzufügen. Ich zeige Ihnen noch schnell zwei, drei andere Sachen, zum Beispiel Aggregation verändern. Ne? Hier kann ich die Aggregation verändern. Ich hatte es gesagt, diese kleine Tool-Leiste ist nur für Funktionen im Chart da. Hier kann ich zum Beispiel den Chart in Linienform, für alle, die es lieber mögen, in Balkenform, Kerzen oder Heiken-Ashi-Kerzen darstellen. Hier kann ich horizontale Trendlinien, Trendkanäle einzeichnen oder Fibonacci-Retracements zum Beispiel. Ja, kann ich hier machen. Text reinschreiben, klar. ABCD-Formation, Andrews Pitchfork, das sind die Klassiker. Ja. Fadenkreuz aktivieren ist zum Beispiel X und Y-Ray aktivieren, dann hat man das Fadenkreuz. Signale anzeigen ist hier zum Beispiel. Ja, und hier können wir die Chart-Aggregation ändern. Hier gibt es Voreinstellungen. Ja. Das sind voreingestellte, die meistgebräuchlichen.
sozusagen. Tagescharts, 60 Minuten, 30 Minuten, 15, 10, 5, 3, 1 oder Tickchart. Und hier können wir aber auch noch, egal was wir machen wollen, als wählen als Kombination. Und hier kann man darüber hinaus auch noch einen Volumenchart einstellen, Rangebar oder Renko-Chart. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen 7-Tick-Chart einstellen möchte, dann mache ich das. Dann nehme ich einfach 7 Ticks. Ja, gehe ich auf 7 Ticks und dann kann ich hier einen 7-Tick-Chart einstellen. Wenn ich einen, weiß ich nicht, einen 15-Sekunden-Chart einstellen will, auch das ist unüblich, oder einen 8-Sekunden-Chart, kann ich das machen. Ja, also Sie können aus jeder Einheit und jedem Wert Ihre persönliche Kombination wählen oder eine der vorgefertigten Einstellung. Das können Sie machen, wie Sie möchten. So, kommen wir last but not least noch dazu, wo finde ich das, was ich gemacht habe als Trading. Ich habe hier im Fenster, dem Kontofenster unten links, den Reiter Position und Orders. Es hat aber auch den Reiter abgeschlossene Orders. Dort finden Sie erstmal senkrecht oder vertikal aufgelistet, was eben so in unserem kleinen Beispiel-Trading passiert ist zwischen 12.48 und 12.55. Sie finden das Ganze noch etwas übersichtlicher und vollständiger in der Handelsübersicht. Das ist das kleine Icon hier. Das wären jetzt die Orders von heute. Da gibt es dann auch hier von anderen Tagen auf dem Demokonto noch andere Orders. Da haben wir die von heute. Ja, mit Timestamp und Order-ID etc. Order Art, welche Richtung und Instrument. Und übersichtlicher und ein bisschen besser dargestellt in der Daytrading-Statistik. Die steht Ihnen auch zur Verfügung. Hier können wir also gucken, dass wir hier, sagen wir mal, die letzten 30 Tage anzeigen. Und dann haben wir hier Instrumente, die wir da gehandelt haben auf dem Konto, wie auch Gewinne und Verluste. Sie sehen kleine Verluste, darüber hinaus aber gute Gewinne, guter Gesamtnettogewinn. Und diese ganzen statistischen Werte kann man alle in Datenablagen oder Zwischenablagen exportieren und in Excel zum Beispiel oder anderen Programmen auch weiter verarbeiten. Ja, und wenn Sie CFD Forex Kunde sind oder werden möchten, haben Sie hier oben bei Portal auch Kontoauszüge. Und dann öffnet sich eigentlich ein Browserfenster und dort können Sie die Kontoauszüge jetzt mal zwischen dem 6.8. und 9.8. Ach nee, 8.6. und 8.9. so mal anschauen. Steht dann auch die abgerechnete Gebühr, Kommission, erzielte Gewinn und Verlust und auch solche Sachen kann man logischerweise exportieren und speichern und anderweitig verwenden. So, das war's. Ja, kurz und bündig. Ich habe es gesagt, das Webinar heißt so und jetzt sind wir schon durch in knapp 30 Minuten. Kurz und bündig. Einstieg in Nanotrader. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie beehren mich bald wieder in einem der nächsten Webinare. Das nächste Mal bin ich auf dem Schirm zu sehen und zu hören am Donnerstag übermorgen mit Dirk Fritschewski, FX Dirk. Zum Thema COT-Daten im Futureshandel. Sehr interessant mit Sicherheit. Vielleicht einfach noch kurzfristig anmelden auf der Webseite. COT-Daten, Futures-Bereich, wozu sie wert sind, wozu sie dienen, wie man sie findet, wie man sie nutzt. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch einen wunderschönen